So könnt ihr einen WM-Modus, EM-Modus oder beliebige andere Turniere in FIFA 23 erstellen. Ihr geht auf Spielmodi, Schnellspielmodi und danach auf Turniere, eigenes Turnier erstellen. Wenn ihr dann einen WM-Modus haben wollt, wählt ihr hier Gruppen- und K.O.-Phase. Für eine WM natürlich 32 Teams. Automatisch besetzen könnt ihr einlassen und schaltet die erweiterten Einstellungen ein. Wenn ihr dann weitergeht, kommt ihr zu den erweiterten Einstellungen. Direkt hier mit international besetzen. Ersatzspieler sowie den Pokal auswählen. Ein Finalspiel, 4 Teams pro Gruppe. Davon qualifizieren sich 2 Teams. Nur ein Spiel gegen die Gruppenteams und auch nur ein Spiel in der K.O.-Phase. Die Teamauswahl wurde dann automatisch hier mit internationalen Teams besetzt, die ihr dann natürlich auch, wenn ihr wollt, noch ersetzen könnt. Wenn ihr hier alle auswählt, könnt ihr mit jedem Team spielen, könnt aber genauso die Matches alle simulieren. Dann könnt ihr hier noch die Gruppen einteilen. Danach landet ihr auch schon in der Turnierübersicht. Wenn ihr alle Teams gewählt habt, dann könnt ihr natürlich hier unter Anpassen und Seitenwahl mit jedem Team spielen. Habt ihr nur ein Team gewählt, seht ihr natürlich nur die Matches von einem Team. Scheidet ihr aus, ist das Turnier vorbei. Habt ihr natürlich alle gewählt, bleibt ihr bis zum Finale im Turnier. Für mehr Tipps gerne ein Like und Follow und gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen.